Heute gibt's Pudding Oats und dieses warm und kalt, es ist so gut. Und ich habe da erstmal Haferflocken aufgekocht mit einer zermatschten Banane noch mit drin. Dann kam meine Geheimzutat dazu, das habe ich aufkochen lassen und kurz abkühlen lassen, bevor ich dann Quark, Eiklar und auch noch ein bisschen Whey dazu gegeben habe. Für eine bessere Konsistenz kam es dann noch kurz in die Mikrowelle und dann ging es schon ans Toppen. Die genaue Zubereitung findest du natürlich auch in der Beschreibung. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und Genießen.